Und somit willkommen zurück zu Paper Mario. Ja. Hier haben wir einen Hammer gefunden. Den brauchen wir unbedingt. Sind nämlich runtergeflogen. Der Balkon war nicht mehr da. Oder Veranda, wie das heißt auch. Nun, wir haben den Hammer gefunden. Also sollten wir uns auf den Heimweg begeben. Hammy Cooper kam da und hat einen Block hingeklatscht, dass wir da nicht mehr durchkommen. Jetzt haben wir den Hammer, aber erstmal passiert hier was anderes. Autsch! Na, ja, der Typ. Hey, wer seid ihr, Deppen? Das hier ist mein Spielplatz, Idioten. Niemand setzt seinen Fuß hierher, ohne meine Erlaubnis. Niemand! Sei bereit, zu Füßen von Meister Junior Trooper zu heulen. Ah ja. Junior Trooper. Mal, das ist Junior Trooper. Er ist der Boss der hiesigen Rasselbande. Offensichtlich ein Rüpel. Aber Hunde, die bellen, weiß nicht. Den machst du ganz rasch platt. Vergeude keine Atemlos, um mit ihm zu reden, sondern zieh ihm einen über die Rübe. Aber hier stehe und beobachte das Ganze. Okay. Machen wir mal mit Hammer. Ausgezeichnet, guter Treffer. Ja. Lass uns nicht reden, sondern kämpfen. Ja, mal wieder mal mit Hammer. Ich glaube, Broschenplatzspringen geht ja auch, ne? Ja. Kein Problem. Hey, ich wärme mich gerade erst auf. Autsch. So, 4 Leben haben wir die abgezogen. Na gut, du hast es so gewollt. Sag Hallo zu Junior Troopers Spezialattacke. Falle Kraft. Ah, oh, er zieht 2 Leben ab. Das hat er nichts gebracht. Er ist weg. Hatte nur 5 Leben. Und wir erhalten. Mario, du hast sehr gut gehen. Du erhältst Sternpunkte. Sternpunkte, okay. Jedes Mal, wenn du einen Gegner besiegst, erhältst du Sternpunkte. Für jeweils 100 Sternpunkte steigst du einen Level auf. Versuche so viele Punkte wie möglich zu bekommen. War schon der ersten 20% in der Tasche? Ja, verdammt, fast hätte ich gewonnen. Ich komme wieder, Mario. Ja, wir werden uns wiedersehen, okay. Ich mein's ehrlich, ich komme wieder. Aber nicht mehr heute. Eine Münze ist da drin. Eine Münze ist da drin. Was ist hier im Baum? Ein Pilz. Der stellt wieder 5 KP her. Du hast einen Helden, Alten. Also, du kannst als Waffe dienen. Deine KP-Kraftpunkte auffrischen und noch einiges mehr. Drücke linken Zickenknopf, um zu sehen, welche Items Mario bei sich trägt. Gut. Hier ist ein Herz. Füllt uns Energie auf. Berühre zu diesem Blob, werden deine Kraftpunkte vollständig aufgefüllt. Ja. Ein grauer Block, den können wir noch nicht zerstören. Das sieht ja auch so fehlerhaft hier aus. Eine Feuerblume, cool. Nimm die eine Münze mit. Wir wollen weitergehen. Auge nach, Mario. Böse Gumbas voraus. Sie sind Rosa gegenüber loyal. Wenn sie dich sehen, werden sie ohne zu zögern angreifen. Du es schaffst, einen Gegner mit einem Sprung oder dem Hammer anzugreifen, hältst du den Erstangriff, wenn der Kampf beginnt. Der Erstangriff kann dir in jedem Kampf sehr nützlich sein. Okay. Phew! Ja, wollte mich gar nicht angreifen, er wollte dich. Siehst du? Ah, guck mal, es sind keine Gegner für uns. 2 Leben haben wir. Und auch 2 Sternpunkte. Eine Münze. Oh, der hat Stachel, der hat Stachel. Da sollte nicht ich drauf springen. Ah, das ist ein Pix-Gumba. Siehst du den Stachel auf seinem Kopf? Auf, dass du nicht auf ihn springst. Warte mal, welcher Körperteil von dir sonst verletzt wird. Mein Kopf? Ich hab's ja schon richtig gemacht mit Hammer angegriffen. Immer 20 Sternpunkte, ja, nice. Nein, nur berührt.
Heißt, der greift jetzt auch an. Autsch. Gumbas über Gumbas hier. Ein Baum. Eine Münze. Yay. Oh, irgendwas Besonderes. Ein Sternsplitter. Hm, gut. Ein strahlender Sternsplitter. Finde heraus, wozu man ihn brauchen kann. Ja, also noch nicht gut erforscht diese Dinger. Ha, Flieger der Gumba kann uns gar nichts. Ja gut, so mal. Dieser Kerl fliegt. Mit dem Hammer kannst du ihn nicht erreichen. Fliegen wir mal an zu greifen. Jetzt ist ein Sprung, Alter. Du kannst über einen Flieger hinwegspringen, um den dahinter anzugreifen. Das ist ein wichtiger Rat. Vergiss das. Vergiss ihn nicht. Ja, warum soll ich den jetzt angreifen, wenn ich den hier direkt töten kann? Würde ja keinen Sinn machen, ne? Und diese Kampfmusik, ey. Ihr Mann nervt dich schon. Aber wir freuen uns auf das Abenteuer. Ach, die geben sogar 3 Sternpunkte, die Fliegenden. Ja, cool. Und je mehr Gegner, desto mehr Münzen am Ende gibt es auch. Oh, keine Sorge, Kinder. Hier bin ich. Dank Mario bin ich heil und wieder zurückgeht. Wir sind immer so in den Kreis gelaufen, ne? So immer ein Stückchen nach oben. Achso. Hm, ja. Oh, das Ding ist so gesperrt. Lass es mich für dich öffnen. Oh, Gumpa, wo bist du gewesen? Ich habe nach draußen gesehen und plötzlich waren du und die Ferne verschwunden. Gumpa, ich war zerstört, so um dich wirklich besorgt. Oh, tut mir leid, Kinder. Ich entschuldige mich. Wollt ihr euch keine Angst einlernen? Ihr könnt euch hier jetzt jederzeit bei dir. Was? Ich bin ja wohlbehalten wieder zurückgekommen. Ach, übrigens, bevor ich es vergesse, ich wollte dir noch etwas geben, Mario. Bin gleich wieder da. Okay. Dann warte mal. Hm, wie war's? Hey, die Puppe, die du da hast. Ich glaube, Gumbaria hat sie verloren. Sie hat schon überall danach gesucht. Willst du sie ihr wohl zurückgeben? Ja, gerne. Ah, nein, piep, 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 piep. Du bist wirklich da. Ich danke dir. Ich bin so glücklich, meine süße Püppe. Du darfst nie wieder verloren gehen. Hier, ich gebe dir ein Geschenk. Sieh nur, wie hübsch es funkt. Nein, stellen später. Und nimm das auch. Hm. Wenn du ein Like auf mein Video da lassen wirst, für welche Aufruf? Es scheint, als hätte keiner deiner Gegner eine Chance gegen dich. Achso, Bodybuilding? Keine Selbstverteidigung, indem ich die Bücher der Meister lese und Papa und Gumpa zuhöre. Außerdem trainiere ich jeden Tag, damit ich so stark werde wie du. Langsam zeigt sich auch der Erfolg. Meine Muskeln werden immer dicker. Ja, yeah, Gumbarias Kopf ist hart wie ein Felsen. Wenn er eine Kopfnuss austeilt, tut das sehr, sehr weh. Oh, sei still, Gumbaria. Das ist so peinlich. Aber abgesehen davon ist es wahr. Oh, entschuldige, dass ich dich warten ließ, Mario. Ist schon okay, Gumba. Wir quatschen gerade mit Mario. Ja, wer es nicht sieht, ey. Klar, voll quatschen gerade mit Mario. Ihr quatscht also. Entschuldige, ich wollte dir das geben, Mario. Vorsprung Orden erhalten. Dies nennt man Orden. Wenn du ihn trägst, kannst du einen Vorsprung ausführen. Das bedeutet, dass dein Angriff mehr Schaden verursachen wird. Aber hör mir gut zu, du kannst diesen Sprung nur ausführen, wenn du den Orden trägst. Sollte es ausprobieren. An- und Ablegen von Orden ist ein sehr wichtiger Vorgang. Möchte ich dir eine kurze Lektion darin geben, wie du die Orden... Nein. Nein. Also gut, ich habe Vertrauen nicht. Weil ich weiß, wie das schon geht, deswegen brauchen wir das jetzt nicht. Merke dir, du brauchst BP, Blütenpunkte, um den Powersprung einzusetzen. Also gehe ich daran erinnern, dass auf dem Weg ein Block für diesen saß, ja. Die Blöcke stellen nicht nur KP, sondern auch BP wieder her.
Das sind wahre Lebensretter. Benutze sie, wenn deine KP und so nahe gehen. Okay. Ach übrigens, Mario. Ich habe von Goomba gehört, dass du es ganz alleine auf dich nehmen willst, die Prinzessin aus Bowsers Fängen zu befreien. Ja, stimmt. Oh ja, Mario, könnte Bowser einhändigen und mit verbundenen Augen platt machen. Chill jetzt, Goomba Mario. Mario, bitte nimm diesen Hammer. Er wird dir gute Dienste leisten. Wenn ich nur etwas jünger wäre, würde ich dich begleiten. Ich hätte dem Bösewichten schon das Fürchten gelehrt. Oh, die Last der Jahre liegt schwer auf mir. Kann dir sagen, diese Schmerzen im Kreuz. Oh. Alter, du darfst dich glücklich schätzen. Prinzessin retten ist so cool. Eines Tages will ich auch ein Abenteurer sein. Ein Abenteurer. Ich habe eine Idee, Gumbario. Vielleicht ist die Zeit jetzt gekommen. Du bist kein Kind mehr und schlimme Zeiten stehen uns bevor. Bin sicher, Mario wird mir zustimmen. Du solltest Mario begleiten. Was? Wirklich? Darf ich gehen, Goomba? Darf ich wirklich gehen? Ja. Ja, oh yeah. Mario, du solltest es nicht bereuen. Ball gehört zum Team. Drücke den unteren Signal, um Infos über Personen oder Dinge in der Nähe zu bilden. Wenn du etwas wissen willst, dann frag ihn einfach. Mario ist auch im Kampf sehr hilfreich. Kann mit kopflos angreifen oder über Gegner und ihre KP mit Hilfe von Scanner Auskunft geben. Oh, sehr nützlich. Großartig, Mario. Mario, ich weiß, dass sich Mario als wertvoller Weggefährte erweisen wird. Ich glaube, es ist an der Zeit für meine Köchin. Ich bin dann im Haus. Abschiede machen mich alten Goomba immer traurig. Sehr viel zu lesen, ja? Das ist so cool, Mario. Lass uns gehen, aber warte. Deine KP sind etwas niedrig. Vielleicht solltest du dich mit Totalus ausruhen. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Eine Kumnos. 3 BP wiederhergestellt. Sehr schön. Oh, sorry, das Problem gelöst. Ich habe das Gefühl, dass dir auf deinem Weg viele Hindernisse begegnen werden. Belege dir jeden Schritt. Sei vorsichtig, aber bleib cool. Ein kühler Kopf denkt am besten. Oh, warte noch, Mario. Mir ist aufgefallen, dass du deine Ordnung nicht trägst. So. Ja, machen wir Pause, dann gehen wir auf Orden, auf alle anlegen. Zack. Zufrieden. Vorsicht vor Goombas. Na, Junge, das war doch richtige Falle. Hey Mario, während eines Ganzen kannst du die Reihenfolge in die Angriffe mit Z verändern. Wenn du willst, kann ich zuerst angreifen. Mir macht das nichts aus. Vergiss es nur nicht. Okay. Hast du gerne angegriffen? Hier, Mario Scanner. Na, das ist Goomba. Goomba sind, was auch immer, kleine Fische nennen würde. Fische, Moment mal. Ich bin ja auch einer. Manchmal KP 2 Angriff 1. Cool. Also, die haben noch 2 KP. Kein Problem für uns. Wir werden sehen. Was noch kommen wird hier? Nein, noch ein Goomba. Fast auf den falschen gesprungen. Na, eigentlich müssen wir jetzt hier auch alle Kämpfe mitnehmen. Sehr viele Sternpunkte bekommen. Könnte aber auch einfach durchlaufen, ne? Aber nachher fehlen die Sternpunkte, die sehr wichtig sind zum Aufsteigen. Diese Bühne, wo man hier drauf kämpft, ne? Ist immer genial. 2 Münzen, nächster Goomba, let's go. Da sind ja auch immer zu zweit. Ein Goomba kommt selten allein. Man sollte uns auf jeden Fall gleich mal aufladen. Oder so einen Powersprung machen. Dann ist ja Goomba direkt weg. Nichts Besonderes. Komm. Erstangriff erfolgreich, sehr schön. Fällt er einfach runter?
Aber der andere ist noch nicht gescannt worden, weil er fliegt. Kommen wir mal Scanner. Ein Paragumba. Zwei Angriff, eine Attacke. Ah, die geben drei Sternpunkte, also die sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Der Stachel. Der Stachelhut. Der hat auch nur zwei Leben. Oh, nicht scannen extra. Aber war da gerade nicht ein Herzblock hier? Komm mal aufladen. Noch 5 KP und Mario ist schon außer Puste. Ja, aus Fragezeichen Blur. Ein Orden! In einem Mitfall gehen gegnerische Angriffe daneben. Eher daneben. Das heißt nicht, dass sie ganz verfehlen. Ist ein Pilz, um dich zu erfrischen. Dann sollen wir? Ja, komm mal, mal. Ich will mehr als 2 Stück. Na. Oh, 3 Stück. Also setze ich mal ein paar Sprünge an, dann ist der eine direkt weg. 3 Leben ziehen wir ab. Und dann ist der zweite weg. Und gleich sogar der dritte. Aber hier hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt 9 Sternpunkte. Alles Punkte. Kraftpunkte, Blumenpunkte, Sternpunkte. Münzenpunkte. Ah ne, Münzen nur. Nope. Ein Herz für mich, danke. Hey, schön langsam, du, ja? Du verdächtiger Kerl, keine Bewegung. Aha, du bist Mario. Wusste es, du kannst hier nicht passieren. Herr Großmaul, du lautet der Befehl des Goomba-Königs. Tut mir leid, aber der einzige Weg hier führt an uns Goomba-Brüdern vorbei. Das sind wir, der rote Goomba und mein Bruder, der blaue Goomba. Los, schnappen wir ihn, blaue Goomba. Oh yeah, los geht's, mein rotköpfiger Bruder. Lesen muss gelernt sein. Ah, mal ein Powersprung kommen. Und 3 Leben weg. Können wir mal scannen, einmal einen. Die haben wahrscheinlich beide gleich viele Leben. 7 an KP und 1 Angriff, okay. Ja, wie gefällt dir das? Können die Gummas nur Kopfnüsse? 3, 4. Dann 5. Ich mach jetzt mal den blauen weg. Tschu! Und 7 weg. Echt? Hat er nur 6? Hier wirst du bezahlen, Mario. Ich oder du? Das ist hier die Frage. Wir können ja jetzt noch einmal kurz Powersprung machen. Jetzt ist ja Vorsicht geboten. Vielleicht verfehlt er jetzt, weil wir den Orden angelegt haben. Und der ist jetzt weg. Auf jeden Fall kurz zurückgehen, um uns aufzuladen. Wäre eine gute Option, ne? Wir erhalten 20 Sternpunkte und haben somit jetzt schon 83. Fast das erste nächste Level erreicht.
Ah, okay, ich lasse dich nochmal davon kommen. Oh. Jeder Schlaue geht zurück und füllt sich hier auf. Jeder Profi würde weitergehen. Einmal abspeichern. Dankeschön. Let's go. Da war es mal Gumball, da ist kein Geheimpilz. Wir wollen das jetzt noch heute schaffen, deswegen. Puh. Komisches Schloss, Burg, was auch immer. Komm mal, König, hilf uns. Ah, er hat uns zerdroschen. Den können wir auch gerade speichern. Kommt der Boss. Hey, sieh da, Mario. Siehst du das Gebäude? Ich bin mir sicher, dass dort eine Brücke auf die andere Seite führt. Ich frage mich, was wohl damit geschehen ist. Autsch. Sogar die Blätter fallen vom Baum. Vielleicht werden wir weggeschleudert. es ist also wahr. Du hast es bis hierher geschafft. Verdienst du Respekt. Unglücklicherweise kommst du keinen Schritt weiter. Weil ich betrunken bin, der große und mächtige Gumballkönig dafür Sorge tragen will, dass dein Abenteuer hier ein jähes Ende findet. Hast du gehört, Mario? Nicht einen Schritt weiter. Hast du Angst, kleiner Mann? Ja, du hast Angst. Willst du dich jetzt vielleicht entschuldigen? Dieser Gumballkönig ist wirklich riesig. Ich bin mir sicher, er ist kein Gegner für dich, Mario. Schnappen wir uns ihn. Bist du bereit für meinen Sohn? Das solltest du besser. Erstmal einen Schluck mir gönnen und let's go. Ein fertiger Gumballkönig. Überlass ihn mir. Hey Mario, ich glaube, wir sollen uns zuerst mal die Gumballbrüder kümmern. Wir müssen vom letzten Kampf noch ziemlich geschwächt sein, ja. Noch zwei Leben. Nehmen wir die Feuerblume, die greift alle Gegner an mit drei Attacken. Dann sind die beiden weg. Voll schlau eingesetzt hier, gerade. Ich glaube, der hat 10 Leben. Den scanne ich den jetzt auch nicht. Aber ein Angriff weniger. Ah, Powersprung wollte ich da. Damit kann man auf jeden Fall noch ein paar Punkte rausholen. Erstmal Kick hier. Zack. 3 Leben noch weg. 3, 4, 5. 5 müssen es schon sein, ne? Jetzt 6. Echt doch nur so wenig? Okay. Level up. Maximal OP, Anzahl wird und weil Ordenpunkte, Blumenpunkte, aber ich mache mal Kraftpunkte. Was konnte das passieren? Ja. Hey, ich wusste, wir würden es schaffen. Cool, gewonnen. Yes, Daumen oben, Geist dafür. Oh, erstmal den Baum noch. Ein Sternspieler. Sehr praktisch. Oh, hey, Mario, gut gekämpft und so, aber ich muss dich warnen. Wenn du irgendwo einen Schalter findest, sollst du ihn definitiv nicht betätigen. Er ist gefährlich, verstanden? Du hast was? Du hast ihn schon gedrückt? Ja, sorry, sollte ich nicht. Oh nein! Wie Mario da unten steht, Alter. Geil. Mist. Selbstzerstörung wurde eingeleitet. Cool. Wo sind die anderen beiden? Hey, er fliegt da weg, Alter. Jetzt wissen wir, wo die Brücke auch hin ist. Sehr interessant. Oh, sieh doch die Brücke. Jetzt können wir sie überqueren und unsere Reise fortsetzen. Ja, ein Baum ist da, den nehmen wir noch mit. Eine Mütze.
Wer verliert immer die Münzen? Ein Superpilz, 10 KP stellt er wieder her. Sehr wertvoll. Besser als nur mal ab dieser Rote. Ah, das kann ich nicht glauben. Er hat den Gumba-König besiegt. Das muss ich erst mal berichten gehen. So, Guys. Speichern, weiter Speicherende oder weiter ohne Speichern. Wir beenden es heute hier an dieser Stelle. Mal schauen, was uns beim nächsten Mal erwarten wird. Bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Sagt euch mal, was ihr bleibt, fit im Schild und ciao.